Also hier ein Beispiel, wie wir das unter einen Hut bringen können. Ökologische und vor allem auch in dem Fall soziale Ziele, ein gerechter Lohn links und rechts das ökonomische Ziel, mehr Gewinn. So, und was könnte nun dazu führen, dass der Pfeil nur von links nach rechts geht im Sinne einer Mittelzweckbeziehung und nicht mehr im Sinne eines Konfliktes? Schauen Sie, oben ist der Pfeil in beide Richtungen, zeigt den Konflikt, ja, gegeneinander. Und jetzt haben wir nur noch einen Pfeil von links nach rechts. Was könnte die Brücke sein? Der gerechte Lohn könnte führen zu zum Beispiel Motivation, besseres Betriebsklima, besseres Image. Ja, das wäre sozusagen die Brücke. Notieren wir das mal. Motivation. Das ist ja die Punkte. Genau. Ja, die Verbindungslinie von links nach rechts, Mittelzweckbeziehung. Der Zielkonflikt wird aufgelöst. Ein gerechter Lohn führt zu mehr Motivation, zu einem besseren Betriebsklima, zu einem besseren Unternehmensimage. Es darf sich einfach in Zukunft nicht mehr lohnen, Zulieferer so zu knechten, dass die Mitarbeiter dort Selbstmord begehen. Und ich glaube, dass der Weg dahin geht. Ich glaube, dass mehr und mehr Menschen schon aufwachen. Ja, das ist auch nicht mehr anerkannt. Es steht in der Zeitung. Und ich frage mich manchmal wirklich, das sind Unternehmen, die teilweise Millionen rauspulvern für Werbung, ob es nicht besser ist, einen Teil dieser Millionen für eine gerechtere Entlohnung zu bezahlen, dadurch bessere Presseartikel zu Ja. bekommen und den gleichen Effekt zu erzielen. Also denkt aber keiner. So denkt im Moment noch keiner, weil wir von vornherein kategorisieren. Da ist jemand, der ist verantwortlich für das Marketing und da ist jemand, der ist verantwortlich für die Entlohnung. Und die reden in der Regel auch nicht so jeden Tag miteinander. Und es ist die Aufgabe eines Unternehmensführers, das zu integrieren, hier die Verbindung herzustellen. So sehe ich das für die Zukunft. Ja, das ist im Moment noch schwierig. Und solange wir Nachrichtensender haben, wo es nur darum geht, dass Aktien steigen, ja, wo diese Gier auch gewissermaßen da gefördert wird und wir an jedem Flughafen da irgendeinen Nachrichtensender eingeschaltet haben, wo wir nur gucken, ob die Aktienkurse wieder gestiegen und gefallen sind. Wir tun so, als ob unser Seelenheil davon abhängt. Solange sind wir noch nicht so weit. Solange der Aktienkurs das Bewusstsein so stark bestimmt, wie das im Moment der Fall ist, und das kann man daran sehen, dass das an jedem Flughafen läuft, irgend so ein Nachrichtensender. Und man sieht die Aktienkurse, die auf so Laufbändern, auch wenn die da gerade mal was anderes berichten, unten auf dem Laufband die Aktienkurse. Also man sieht, wie stark das im Fokus ist. Da steht nicht, Unternehmen sowieso zahlt den Mitarbeitern mehr Lohn. Oder Betriebsklimaindex bei Firma sowieso ist gestiegen. Da gibt es noch nicht mal einen Betriebsklimaindex. Auch so eine Sache übrigens. Eine ganz interessante Sache. Diese quantitativen Ziele sind ja Ziele, die in Zahlen messbar sind. Die qualitativen Ziele sind Ziele, die zunächst nicht in Zahlen messbar sind. Und die Betonung liegt auf zunächst. Warum kann man nicht hingehen und auch solche qualitativen Ziele messbar machen? Zum Beispiel ein Betriebsklimaindex. Das geht. Dann machen Sie eine Befragung, dann machen Sie ein Punktesystem, machen Sie ein Scoring-Modell, da haben Sie einen Betriebsklimaindex. Es gibt sowas. Es gibt ja auch hier diesen Stimmungsindex, ne, diesen Indikator da. Also man macht teilweise qualitative Ziele quantifizierbar. Und das muss mehr passieren. Man muss mehr diese qualitativen Ziele wie fair, ein Fair-Index zum Beispiel, wie fair werden die Mitarbeiter behandelt? Betriebsklima, wie entwickelt sich das Betriebsklima? Weil damit hat der klassische Betriebswirt gelernt zu arbeiten, Zahlen zu verändern. Die anderen Dinge kann der gar nicht greifen, deswegen existieren die für ihn teilweise nicht. Er sagt, ja, was kümmert mich da irgendwie der Mitarbeiter da irgendwo in Asien, den kenne ich ja überhaupt nicht. Ne, die Zahlen hier, die Zahlen liegen vor ihm und mit den Zahlen muss er vor seine Aktionäre treten. Das ist unmittelbar sein Universum. Der Mitarbeiter irgendwo in Asien, der interessiert ihn nicht.
Aber wenn man auch das messbar machen würde, wenn man auch da die Aufmerksamkeit lenken würde, durch Journalisten, durch die Aktionäre, dann würde sich einiges verändern. Und ich bin ziemlich sicher, dass das passiert. Im Übrigen glaube ich, dass wer in die Hölle will, nur einen Fernlehrgang buchen muss. Wollen Sie hingegen lernen, ohne zu leiden, dann klicken Sie mal auf den Link unter diesem Video. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank.